Bevor wir mit dem Optimieren von Seiten auf Keywords beginnen, müssen wir natürlich wissen, für welche Keywords wir eigentlich gerne gefunden werden möchten. Welche Fragen geben die User bei Google ein, auf die wir eine Antwort haben? Dazu müssen wir auch den Usern sozusagen auf die Tastatur schauen. Eine solche Keyword-Recherche bedeutet immer drei Schritte. Der erste Schritt ist das Inspirieren und das Ansammeln von Suchbegriffen, von Keywords, für die wir gefunden werden möchten. Das zweite ist das Qualifizieren, also das Anreichern dieser Daten mit Informationen über Suchvolumen und Wettbewerb. Und der dritte Schritt wird das Auswählen und Verteilen dieser Keywords auf unserer Seite sein. Doch beginnen wir mit dem ersten Schritt, mit dem Inspirieren und dem Sammeln. Und da ist der erste Weg immer auf Google. Wenn Sie bei Google anfangen, etwas einzugeben, sehen Sie, dass das sogenannte Google Suggest uns Vorschläge macht, was wir denn möglicherweise meinen könnten. Und wenn wir hier in Richtung Sitzsack weiter tippen, dann schlägt uns Google einfach schon einige Keyword-Phrasen vor, die gut zu uns passen könnten, möglicherweise. Hier steht jetzt IKEA XXL und Test. Wenn Sie zum Beispiel eine Seite machen möchten, auf der Sitzsäcke verkauft werden, dann wird IKEA und XXL wahrscheinlich kein so besonders gutes Keyword sein, aber Test könnte zum Beispiel ein interessantes Keyword sein. Aber geben wir einmal alles fertig ein und scrollen dann runter bis ans Ende der Suchergebnisse. Und hier finden Sie für praktisch jedes Keyword einen Bereich, der sich nennt verwandte Suchanfragen zu und dann kommt das Keyword. Auch hier finden Sie weitere mögliche Keywords, die für Sie eine Rolle spielen könnten. Das sind die Begriffe, die Leute eingegeben haben, die mit dem ursprünglichen Suchbegriff nicht zufrieden waren, mit den Ergebnissen nicht zufrieden waren, weil die vielleicht zu allgemein waren oder nicht zu ihnen gepasst haben. Die haben dann zum Beispiel eingegeben, Sitzsack günstig, Sitzsack Kinder, Sitzsack Test hatten wir oben schon, Sitting Bull scheint ein Markenname zu sein und hier sind wir eher so auf der Selbermach-Schiene und finden zusätzliche Begriffe wie Schnittmuster oder Nähen. All diese Begriffe sollten Sie sich notieren, schreiben Sie sich diese in eine Excel-Tabelle. Wir werden diese später noch einmal verwenden können. Auch ein klassischer Weg für die Keyword-Recherche ist das Verwenden eines Tools. Auch hier wieder Search Matrix Feed. Andere können ähnliche Daten bereitstellen. Wenn wir hier unser Keyword eingeben und danach suchen, dann bekommen wir zwei Tabellen. In der oberen Tabelle ist der Begriff Sitzsack auch immer mit vorhanden. Das sind auch Vorschläge. Und hier unten ist er in der Regel nicht vorhanden oder nur teilweise vorhanden. Sitzkissen zum Beispiel, Sessel ist auch noch sehr ähnlich. Oder hier die Mehrzahl wie Sitzsäcke oder Sitzwürfel, Bodenkissen. All diese Begriffe könnten für Sie von Relevanz sein. Woher kommen die? Für Sie zur Information. Das sind Informationen, die Searchmetrix von Google bekommt. Und Google gibt die normalerweise an die AdWords-Kunden. Wenn Sie also eine Anzeige für Sitzsäcke schalten möchten, schlägt Ihnen Google vor, doch möglicherweise auch Anzeigen für Sitzwürfel oder für Bodenkissen mitzuschalten, weil Google erkannt hat, dass diese Begriffe recht nah beieinander liegen. Und zwar über das Klickverhalten der Personen, die auf den Suchergebnissen waren. Sie können diesen Daten also vertrauen. Damit haben Sie eine Tabelle angefangen, in der möglichst viele Begriffe stehen, die etwas mit Ihrem ursprünglichen Thema, in diesem Fall Sitzsack, auch zu tun haben. Damit haben Sie den ersten Schritt auch erledigt.